Wir haben uns entschieden, ja, das Ding komplett. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das lang. Freunde, ich habe gerade so eine richtig geile Glocke bestellt. Die werde ich da an die Wand hängen, also eine richtig große Schiffsglocke. Und ja, dann werde ich daran jeden Tag läuten, damit ihr immer dran denkt, die Glocke zu aktivieren, Freunde. Heute geht es um virale Clips, Freunde, mal wieder. Unter anderem ein Typ, der sich sehr viel aus der Nase zieht, Freunde. Ich laber nicht lang, wir steigen direkt ein, ja. Hier haben wir den Kollegen Schnürschuh. Ich weiß nicht, das heißt Nosepacking Removal. Also das sind wahrscheinlich irgendwelche Tücher, wenn du eine Nasen-OP hattest oder eine gebrochene Nase. Und die sind vollgesaugt mit Blut. Okay, da sind so Fäden dran und die werden jetzt rausgezogen. Okay, das ist irgendwie sehr eklig, aber irgendwie auch satisfying, sich das anzugucken. Ja. Oh, zieh es raus. Oh, das muss sich so gut anfühlen. Wow. Okay, okay, okay. Jetzt die Frage, wie lang sind oder wie groß? Okay, ja, das ist eine Menge. Ja, okay. Oh, my God. Boah, wie lang sind die? Okay, jetzt würde ich gerne auch an der Glocke ringen, ja? Aber hier ist keine Glocke! Was ist das denn? Wow! Junge, ist das groß. Oh, muss ich das krank anfühlen? Das muss sich so frei anfühlen. Okay, das gibt mehr davon. Okay, das gibt mehr davon. Das sind, glaube ich, das ist nach einer Nasen-OP oder nach einer gebrochenen Nase oder so ein Shit. Die sind voll mit Blut und Popel. Viel Popelein, ja. Freunde, als nächstes haben wir dieses Video. Und zwar wird hier einer Schildkröte was aus der Nase gezogen. Irgendwie ein Plastikstrohhalm oder sowas. Irgendwas aus dem Meer, das ist ja leider ein wichtiges Thema, dass Tiere leider an dem Müll im Meer leider ein bisschen ersticken. Oh nein, kleine Schildkröte. Die ist am Niesen die ganze Zeit. Oh, ist unangenehm. Boah, aber das steckt ganz schön tief drin, ja. Oh nein, es blutet auch. Oh, kleine Schildkröte, du schaffst das. Nicht abschneiden. Hey, greif doch mit einer Zange hier richtig das lange Stück. Okay, es ist ein Plastikstrohhalm, Freunde. Es ist ein alter Plastikstrohhalm. Wir haben uns entschieden, ja, das Ding komplett. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das lang. Wie kriegt man das so tief rein? Ich hoffe, Schildi geht's gut. Ich hoffe, Schildi geht's richtig gut jetzt. Apropos Nase, jetzt haben wir hier ein. Was passiert hier mit diesem. Okay, das war die Nase eines Ford Raptors. Wow. Alter Schwede, wow. Wow, das Video hat einfach 36 Millionen Klicks. Krank. Freunde, hier sehen wir jetzt ganz viele Dinge unter einem Mikroskop. Was ihr hier gerade gesehen habt, das ist einfach ein Teebeutel. So sieht ein Teebeutel richtig nah rangezoomt aus, wie krass. Oder hier ein Stift, Freunde, oder ein Kugelschreiber. Deswegen auch der Name Kugelschreiber. So sieht es wirklich ganz nah. Da sitzt halt oben wirklich eine Kugel drin. Und so. Boah, sieht das von nah aus. Das ist eine Nadel, Freunde, die in die. Okay, warum geht das Licht jetzt aus? Auch krank, ne? Auch krank, hallo. Eine Nadel quasi von einer Impfnadel. Hier kann man sehen, wie die langsam in die Haut geht. Freunde, das ist ein Fingerabdruck, ja. Das sind hier kleine Berge, kann man sehen. Und das macht ja am Ende des Tages natürlich auch dein Fingerabdruck aus. Freunde, so sieht's aus, wenn die Haut schwitzt. Boah, was, da kommt ganz, aus den ganz kleinen Poren kommt einfach Schweiß raus. Das ist crazy. Das ist einfach crazy. Okay, was haben wir hier? Als nächstes haben wir diesen Mann, der nach 40 Jahren das erste Mal richtig rasiert wird, gepflegt wird. Und mal gucken, was der Bro für ein Glow-Up bekommt. Vorher. Okay, sieht aus wie der Weihnachtsmann. Aber sympathischer Kerl. Und danach. Krank. Und er lächelt. Krankes Glow-Up. Also ich fand es davor jetzt auch nicht richtig schlimm, aber das ist cool. Warte mal, kurze Grüße, bevor es weitergeht. Grüße raus an die Marke, das Kanalmitglied MagTV, an Inga Baschanow und an Justin Wallis. Wenn du im nächsten Video auch gut werden willst, schreib einfach einen Kommentar. Mit etwas Glück bist du auch dabei. Okay, wir haben als nächstes dieses Video und zwar ist das Gallium. Ich glaube, das sollte man nicht anfassen. Ich glaube, das ist hochgiftig, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, Maggi ist kein Chemiker.
Okay. However, it has a super low melting point. Okay, jetzt hat er dieses Gallium auf der Hand. Oh mein Gott, das ist ein sehr komisches Element. Das hört sich, oh mein Gott, das muss sich so unecht anfühlen, weil irgendwie ist es greifbar, aber irgendwie auch nicht. Ah, okay, es lässt doch so einen Rest irgendwie. Aber ist Gallium nicht, gibt es nicht irgend so ein chemisches, keine Ahnung, Kram, was ultra giftig ist für die Haut? Ist das nicht Gallium? Elementares Gallium wirkt ätzend, das sich bei Körpertemperatur verflüssigt. Eine Gefahr besteht vor allem für die Augen, da die Hornhaut durch das verflüssigte Gallium benetzt wird und diese nur schwer gereinigt werden kann. Also einfach kein Gallium ins Auge schütten, okay? Haut euch alles ins Auge, aber kein Gallium. Als nächstes haben wir Popcorn-Mais. Normal Warum? Sweet corn is way too soft. Der redet wie in so einer Buch und wirft das einfach gegen. Bro, alles cool. Das ist normales Mais, was sie so auf den Feldern auch aufsieht, das ist oft Tiermais, für Tiere, ja. Das ist nicht das Mais, was ihr esst, was wir essen, beziehungsweise was auch Popcorn wird. Ein Popcorn-Maiskolben sieht nämlich so aus. The kernels on this one are way harder. Die Körner sind viel härter. So, fühlen sich so an wie ungekochte Nudeln, also relativ hart. Und? Na, platzen die jetzt so auf, wenn du das so machst? Wo werden die angepflanzt? Und die sahen auch größer aus, fand ich, die einzelnen Dinger. Okay, jetzt. Yeah! Hä, wie cool ist das denn? Kann man ganze Popcorn-Maiskolben kaufen? Wenn ja, tut mir leid. Manchmal laufe ich am Leben vorbei. Jetzt sagen wahrscheinlich einige, hä, das machen wir immer und so. Ich weiß, ich laufe manchmal am Leben vorbei, ja. Aber das Video hat trotzdem so viele Views. Ich bin nicht der Einzige, der das noch nicht wusste. Okay, jetzt haben wir diesen Dude. Wait, what? No way. Okay, warte mal. Das ist wirklich verdammt cool gemacht, aber wie hat er das gemacht? Warte mal, ich komme nicht dahinter. Der muss ja... Warte mal, der hat eine Stange unterm rechten Bein. Der hat hier eine Stange, glaube ich. Aber hier ist seine... Hier ist keine Stange. Also, hä? Was? Hier auch gar keinen Stuhl mehr unterm Hintern. Okay, sehr cool gemacht. Oder ist es mit einem Greenscreen gemacht? Keine Ahnung. Oder mit einem Spiegel oder so. Keine Ahnung, wie man sowas macht. Okay, was haben wir hier für ein Video? Okay, haben wir so einen mega Hindernisparcours. Finde ich auch mega interessant. Ich war früher im Turn auch immer richtig gut. So Geräteturn und so im Sportunterricht. Aber Verletzungsgefahr ist echt groß. Oh mein Gott. Gleich verletzt sich einer safe. Links gewinnt im weißen T-Shirt. Ja, der schafft es. Oh mein... Nein! Das hat ihn den Sieg gekostet. Oh, ist das knapp? Oh mein Gott. Ey, Gelb hat gewonnen. Das war... Ey, an den habe ich echt nicht mehr geglaubt. Aber jetzt mit der einen... An der einen Stelle hat er sich einfach komplett... ja. Jetzt auch, Freunde. Ich freue mich so auf die Glocke. Ja, die Glocke wird krank. Okay, was haben wir hier? 35 Millionen Views hat dieses Video. Boah, aber die hat echt kräftige Beine, ne? Das sieht man, dass sie das regelmäßig trainiert. Also ich muss sagen, voll Respekt. Das ist sicherlich schwer und das ist auch ein Talent, wenn man das so gut kann. Aber ich kann mit diesem Tanz wenig anfangen. Aber ich kann das auch. Ich kann das auch. Das ist ganz easy. Bin gerade fast umgeknickt. Wäre es auch wieder fast gewesen. Stark. Ganz stark auf jeden Fall an dieser Stelle, ja. Okay, Objekte, die meinem Gehirn wehtun werden. Was auch immer damit gemeint. It's made from one piece of wood. There's nothing inside. Okay. And when you spin it, it actually starts spinning the other way. It loves spinning this way. Was? It hates spinning this way. Hä, hey, was? Einmal die Physiker in der Magang. Könnt ihr einmal bitte erklären, was da gerade abging? Okay, was haben wir als nächstes? Okay, zwei Drähte. Notice the ends. The length never changes on the ends. Hey, was? Satisfying and yet frustrating at the same time. Nee, ja. Es ist satisfying, aber frustrierend im gleichen Moment. Was? This is a piggy bank that's an illusion. As you can see here, it looks like there's like a floating logo. Mm-hmm. But when you put the coin in, watch. So the way this works, there's actually a mirror on the inside that's kind of diagonal like this. Was? Like this video and subscribe. Wo jetzt die Münze? Mein Gehirn? Mein Gehirn? Als nächstes haben wir hier dieses Video von... Oh mein Gott, Alter, was für Ehrenlose, was für Ehrenlose. Was machen die? Die wollen, glaube ich, dieses Paket da unten klauen, was da liegt.
Der stellt sie davor. Wow, man kann ja gar nichts sehen. Krank. Unauffällig. Das ist krank. Kranker Plan. Ich meine, das ist eine Ultra-Weitwinkelkamera. Du kannst hier bis in die Wand gucken. Also selbst wenn du dich so an die Wand stellen würdest, würde man dich erkennen. Das ist genauso wie bei unserer Tür am Spion. Also wenn Leute ganz in der Ecke neben der Tür stehen würden, würde man die sehen, weil das Ultra-Weitwinkel ist. Diese Ehrenlosen, die Kartons aus Fluren klauen, von Nachbarn so, ich finde. Deswegen können Postboten das nicht ablegen vor der Tür, weil es immer irgendwelche Hoshis gibt, Alter, die sowas einfach klauen, ne? Okay, was haben wir hier? Oh nein, ist das ein Eichhörnchen? Ja. Nein, ein kleines theatralisches Eichhörnchen. Was war das denn? Wie süß war das denn? Das war also, nein. Krank, ja? Okay, was haben wir hier? Okay. Boah, es ist so windig. Oh mein Gott, der LKW wird umgeweht. Oh mein Gott, war das knapp. Wie das Auto auch. Never. Voll auf den Pickup da vorne, ne? Perfekt abgemessen. Doggo, ist alles klar mit dir? Okay, diese Augen sind wirklich, das ist wirklich krass, ja. Das ist echt gruselig. Aber kann der was sehen? Der sieht aus, als wäre der blind. Boah, was für Augen, das ist krass. Boah, Freunde, wenn ich das sehe, kriege ich so Bock auf Skiurlaub. Mal wieder irgendwie irgendein Red Bull-Extremsportler. Oh mein Gott, wie satisfying ist das denn? Wie smooth. Wie krank. Oh, boah, das war knapp. Oh mein Gott, wie schön ist das zuzugucken. Da kriege ich echt Bock auf Skifahren. Okay, das ist echt verdammt hoch jetzt. Mega cool. Ja, hätte ich auch Bock drauf. Oh mein Gott, das ist ein Wildpferd. Hat er sich so verletzt oder was? Da muss auf jeden Fall mal der Knochen brechen. Ach, die Pfote hing in der Mähne fest. Weil diese Wildpferde, die haben natürlich nicht so gestriegelte Mähnen, sondern sehr zerzotteltes Haar. Und die Pfote, also das Bein hing da... Oh mein Gott, das Bein hing da fest, ja. Oh mein Gott, kriege ich auch Bock wieder auf Fliegen, ne? Ich war lange nicht mehr fliegen, Freunde. Das sind hier mal wieder Videos, die mich wieder aus dem Kästchen hauen, ne? Geistkrank, Freunde. Lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch da und wie gesagt, aktiviert unbedingt die Glocke, falls ihr das noch nicht getan habt. Glocke aktiv, Members. Okay, Freunde, ich würde sagen, das reicht auf jeden Fall. Genug virale Videos für heute, Freunde. Sag vielen Dank fürs Anschauen. Hier kannst du auch zu meinem Shop, hier kannst du mich abonnieren, hier siehst du zwei andere coole Videos. Check die gerne ab und dann sehen wir uns morgen in einer frisch spannenden Video. Vielen Dank fürs Anschauen. Haut rein, ciao, ciao. Euer Magi.